Hallöchen Leute und herzlich willkommen zurück zu Mario 3D World mit mir und dem Kampf, der jetzt kommen wird, nämlich Bowser. 170 grüne Sterne, wir haben über 200 und ich denke mal, das ist absolut genug. Da liegt doch was. Komme ich denn da eigentlich ran? Naja, egal. Ich habe übrigens nicht vor, mit Peach zu kämpfen, sondern ich werde den Klassiker auspacken, nämlich Mario gegen Bowser. Und ich würde sagen, auf geht's. Bowsers großer Turm. Okidoki. It's about time. Da hoch wollen wir. Oh, ist ein bisschen hoch. Okay. Ich habe exakt einen ganzen... Oh, hier steht das Auto. Cool. Schön, dass sie es eingebaut haben. Sehr schön. Na denn, auf geht er. Und wir müssen uns noch durch ein Level schlagen, denn Bowser will natürlich hier gebührend vorbereitet werden. Oder muss ich noch vorbereiten? Als ob er das jetzt nicht 8 Welten lang tun konnte. Nö, natürlich nicht. So, natürlich regnet es Feuerbälle. Ah! Okay. Gut, Bowser, wir kommen dann später nochmal wieder. Tschüss. Oh Gott, wie habe ich denn das jetzt schon wieder gemacht? Meine Herren! Ja, Mario, wahrscheinlich ein bisschen zu viel Katzenminze geschnupft oder so. Okay, würde sagen, wir rennen einfach ein bisschen vorbei. So, ich höre den ersten Stern. Moment. Aha. Dankeschön. Toll, ich komme... Ah, doch. Doch, okay. Ich komme hoch. Ich wollte schon sagen... Und... Juhuhui! So, kann ich bitte eine Katzenglocke... Oh, nein, ich hab... Nein? Ah, ein Pilz. Zu freundlich! Bams! Dankeschön! So, ich werde mal alle besiegen. Yeah! So ist das cool. Moment, jetzt muss ich da nur noch rankommen, ohne zu sterben. Und das habe ich jetzt tatsächlich geschafft. Okidoki. Mann, es lohnt sich doch endlich mal, hier alle Gegner zu besiegen. Okay, weiter geht's. Hey, Toad. Gibst du mir was? Gib mir was! Arsch. Danke. Weiter geht's. Ah. Oh. Sind wir etwa da? Hallo? Jemand zu Hause? Ah. Gott. Hey, Bowser! Was geht, Digga? Oh Gott, der ist ja cool! Oh. Oh. Naja. Okay. Anscheinend muss ich nach oben. Gut. Gut zu wissen. Katzenglocke. Danke.
Nein! Ach, scheiß drauf. Naja, gut, das hält sich eigentlich gerade noch in Grenzen. Zu blöd, dass wir den dritten Stern jetzt nicht geschafft haben. Der kommt hoch. Ja, immer mach mal, meiner. Immer mach mal. Tu dir keinen Zwang an. Wow! Mietz, Mietz! Zeit, danke. Naja, zwei Sterne haben wir gefunden. Ab nach oben! Wow! Okay, da kann ich jetzt ehrlich gesagt nichts machen! So, was? Da, aber... Der hat die Klonkirschen genommen! Dieser Drecksack! Dieser kleine Drecksack! Boah! Na, da, jetzt habe ich jetzt zwei von denen an der Backe! Habt ihr sie noch alle in... Im Trichter drin? Das sind aber jetzt nicht mehr nur zwei. Uah. Oh Gott! Wo bin ich? Gott! Weg hier! Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier! Oh Gott, Hilfe! Coolster Bowser-Kampf ever! Rein, Digga! Oh mein Gott! Der hat dann noch die Klonkirsche gefressen! Oh, Bowser-Feuerwerk! Hey! Bling! Und die Feen sind befreit. So gemächlich geht Mario seines Weges ab nach oben. Oh. Und wir kriegen noch den Stempel. Oh, bitte lass es Bowser Miau sein. Darf es bitte Bowser Miau sein? Hallo? Ah, okay, goldene Fahne habe ich nicht geschafft. Und wir haben alle Feen befreit. Grün, gelb, blau, orange, lila, hellblau und rot. Level beendet. Und wir haben es Bowser wieder einmal gezeigt. Bowser Mieze als Stempel. Komm schon. Oh, ihr trollt mich jetzt ernsthaft mit den Credits, ja? Really? Ihr Schweine! Na gut! Dann also die Credits. Und... Ja, was kann man sagen? Es ist ein wunderschönes Spiel. Super Mario 3D World. Es hat bis jetzt wahnsinnig viel Spaß gemacht. Versteht mich heute, das Let's Play geht natürlich noch weiter. Ich muss natürlich noch alles nachholen und um die 100% zu erreichen. Und ja, ich hoffe ja, dass ich irgendwas dann krieg, wenn ich 100% erreicht habe. Das heißt, sämtliche Stempel und Sterne gefunden. Hi Plessy übrigens.
fand ich sehr cool, Plessy als Monster oder Reittier. Hat ein bisschen den Yoshi ersetzt. Fand ich ganz schön. Häschen waren auch dabei. Haben mehrere grüne Sterne gehabt. Fand ich sehr schön. Und die Zielfeen haben uns auch ab und zu mal geholfen. Und ich hoffe, wie gesagt, ich hoffe, es geht danach irgendwie noch weiter. Ich habe mich jetzt nicht kundig gemacht. Wow. Mario hat ganz schön den Blues. Oh, Bowser. Du Armer. Meine Herren. Hier ist ganz schön der Swing drin. Oh, Bum Bum und Bumseline. Oh, die tun mir auch leid. Ich mag Bum Bum. Und Bumseline mag ich auch. Hey, Captain Toad und die Toads. Captain Toad, die Level fand ich auch sehr, sehr cool. Waren so kleine Rätsel. Erinnert mich immer so ein bisschen an Professor Layton irgendwie. So die kleinen Nebenrätsel, wer das kennt. Fand ich sehr, sehr schön. Ich fand auch die Welten unglaublich interessant. Designs gab Welten, die ging mir wirklich ein bisschen auch auf den Keks. Ich sag nur blaue Lava. Wie oft ich da gestorben bin, meine Herren. Ja. Und wir sind wieder im Pilzkönigreich angekommen. Ich fand die Items ziemlich cool. Katzenglocke, die Klonkirschen, unangefochten. Sogar Bowser mochte sie am Ende. Wahnsinn. Und wir genießen noch ein bisschen das Feuerwerk. Ich sag schon mal an dieser Stelle vielen, vielen Dank für das Anschauen von diesem Let's Play. Und es geht ja trotzdem noch weiter. Ab jetzt werden deine Bestzeiten für die einzelnen Leveln angezeigt. In den Leveln erscheinen nun schnelle Geist-Mii-Charaktere. Okay. Ich wusste es. Ich liebe diesen Stempel jetzt schon. Ach, schön. Mario, I hate you. Oh Gott, der ist sehr cool mit der Röhre, die Hand. Das ist cool. Das ist cool. Ja, vielen, vielen, vielen. Was ist das denn? Bauen die jetzt eine Burg oder was? Aha, aha, okay. Speichervorgang. Gut, ja. Das war Mario 3D World erstmal das erste, ja, kann man sagen, nicht Playthrough, aber das erste Durchspielen der Story. Und ich habe probiert, sämtliches zu finden. Manchmal ist es mir ganz gut gelungen, manches musste ich nochmal wiederholen und manches habe ich strich und einfach vergessen. Ja, gut Leute, das war's, wie gesagt, erstmal. Ich setze mich dann an die Bonusparts. Das wird aber wahrscheinlich erst nach Weihnachten losgehen. Und ja, dann wird man alles komplettieren. Ich denke mal, über Weihnachten habt ihr anderes zu tun, als irgendwie Videos zu gucken. Denn da geht es ja immerhin um ein bisschen um, naja, familiäre Werte und so. Ich denke mal, das macht nicht so viel Sinn, wenn ich da irgendwelche Videos hochlade. Mal schauen. Auf jeden Fall, vielleicht lade ich sie auch einfach hoch und ihr guckt es euch später an. Das könnt ihr ja dann frei entscheiden. Wir sehen uns auf jeden Fall noch zu Mario 3D World wieder. Und ich habe ja noch Pikmin am Start. Wenn ihr Bock habt, schaut doch da mal rein. Ansonsten fällt mir jetzt nichts ein, was ich noch sagen wollen würde, wie de Watte. Und wir sehen uns dann einfach zum nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Macht's gut.